Ich habe ja das Thema Speicher am Balkonkraftwerk, was ich Mitte, Ende letzten Jahres mal irgendwann nicht abgebrochen habe, aber so ein bisschen eingeschlafen ist, wieder aufgenommen und am letzten Teil auch schon gleich wieder mächtig Probleme gesammelt, was alles nicht funktioniert und auch schon ein bisschen Lösungen gesammelt, wie es funktionieren könnte. Und zwar war das ja so der letzte Stand, dass ich einen Wandler konstruiert hatte, wie er hier hängt, der aus dem Akku direkt in den MPP-DC-Kreis zwischen Wechselrichter und PV-Modulen entweder einspeisen oder Energie entnehmen kann. Das hat mit dem ja im ersten Such nicht so richtig gut funktioniert. Deswegen hatte ich mir danach was überlegt, womit es vielleicht gehen könnte. Und zwar mit einem analogen Schaltregler-IC hatte ich das Ganze nochmal aufgebaut, der natürlich deutlich schneller und schlanker regelt an der Stelle. Und deswegen hat das Ganze dann auch tatsächlich funktioniert. Und ich konnte auch tatsächlich hier über diesen Wandler aus dem Akkumodul, was ich da habe, einspeisen in den Wechselrichter. Und ja, das war dann wieder ein bisschen erfolgsversprechend an der Stelle. Das heißt also, ich hatte sozusagen das nächste Leck auf meiner mehr oder weniger Fortschrittsskala, ne, wenn es vielleicht mal irgendwann funktionieren könnte. Und jetzt habe ich noch mal einiges an Körnern investiert, um aus dem letzten Bastelentwurf, so schlimm wie er auch aussah, was zu generieren, was man am Ende vielleicht mal in einen besseres Produkt wieder gießen kann, in eine Schaltung reingießen kann. Und ja, an der Stelle besteht auch noch Hoffnung für den alten Wandler, weil ich ihn in seiner grundsätzlichen Form wahrscheinlich damit weiterverwenden kann. Und jetzt möchte ich euch mal so ein bisschen mit durch die ganzen Iterationen nehmen, was ich mir alles so überlegt habe. Es gab nämlich so ein paar verschiedene Ansätze, bis ich jetzt mal bei was gelandet bin, was ich jetzt weiterverfolgen möchte. Und das gucken wir uns doch jetzt mal an. Gucken wir also erstmal meine erste Idee, die ich hatte, die es nicht geworden ist, Spoiler. Und zwar ist dieser MC34063, also dieser analoge Schaltregler-IC, den ich hier einsetze, den ich im Übrigen auch schon in meiner Foto- und Videoleuchte, eines der ersten Projekte, die ich auf dem Kanal mal eingesetzt habe, funktioniert auch bis heute, ist fast täglich im Einsatz. Grundsätzlich also ein Bauteil, der was recht unkritisch ist in seiner Funktionalität, ist ein Universal-IC. Also der kann entweder Step-Down oder Step-Up, den kann man in verschiedenen Arten und Weisen anschließen. Ich hatte ja schon mal ein paar Worte mehr darüber im letzten Video verloren. So, alles nochmal verlinkt, die ganze Playlist mittlerweile, die zu dieser Balkonkraftwerk-Geschichte so entstanden ist. Und deswegen dachte ich mir, ja, wir nehmen von diesem IC dann einfach mal zwei, wie man hier sieht. Also wir haben in der Mitte unseren DC-DC-Wandler, also das, was ich ursprünglich schon mal aufgebaut hatte in der ersten Form, mit der drohenden Induktivität in der Mitte und den zwei Feldeffekttransistoren, einer entsprechend für den Step-Down-Fall, ne? Also wenn man jetzt aus der Akku, also beziehungsweise aus der PV-Seite in die Akku-Seite wandeln möchte und noch einen zweiten FET für den Step-Up-Fall, also wenn ich jetzt aus dem Akku hoch wandeln will in den Wechselrichter rein. Da noch die beiden Kondensatoren, primär und sekundärseitig, je nachdem. Und dann ist das Ganze ja auch schon fertig mit fünf Bauteilen. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt kann man ja entweder den einen oder den anderen FET ansteuern und ich nehme dafür einfach zwei dieser ICs, weil die kosten irgendwie 30, 40 Cent. Das ist also relativ egal, wie viel ich davon verwende. Und habe mir gedacht, ich baue dann einfach einen an die niedere Spannungsseite hin, also an die Akkuseite hin und der regelt dann den Fall für Step-Up. Und dann gibt es halt noch einen, der sitzt auf der anderen Seite und der regelt dann den Fall für Step-Down. Das war so mein erster Ansatz. Und die Feedbackleitung dachte ich mir, führe ich denn hier, wie ich das auch schon mal im Versuchsaufbau gemacht hatte, einfach über einen Shunt, der den Strom misst. Und dazu gibt es dann entsprechend noch einen Spannungsteiler mit einer 10er-Diode, wo dann eine Spannungsbegrenzung stattfindet. Dass bei der reinen Strommessung die Spannung halt nicht unendlich wird, wenn mal keine Last dran ist. Beziehungsweise für den Ausgangsfall wäre das ja eigentlich kritisch. Ja, dann ist aber das Problem, ich habe zweimal einen Shunt in meiner GND-Leitung. Ist also schon mal einmal ungünstig, weil ich die GND-Leitung nicht durchgängig habe, sondern weil ich da Messschanz drin habe. Das heißt, sind unterschiedliche Potenziale, die man dann noch alle getrennt halten muss. Bin ich immer nicht so ein Fan von, ehrlich gesagt. Ergibt sich aber dadurch, dass dieser Feedback-Pin gegenüber GND misst hier. Das heißt also, man muss auch hier unten irgendwo sein, wenn man nicht da noch einen Wandler-IC einsetzen möchte. Und an anderer Stelle fällt auch relativ viel Spannung drüber ab. Also ich habe irgendwie eine Feedback-Spannung von 1,25 Volt. Ich meine, die kann ich zwar noch ein bisschen hintrimmen, indem ich hier über den Widerstand schon mal so eine Fixspannung mit einem Konstantstrom regle, dass ich hier ein bisschen runterkomme, aber letzten Endes, wenn ich einen halbwegs einen Regelumfang haben möchte, habe ich immer noch eine relativ große Spannung, die mir denn hier auch gleich noch doppelt abfällt. Das heißt also auf beiden Seiten jeweils ein Shunt, weil wenn sich die Stromrichtung umkehrt, kehrt sich auch die Polarität am Shunt um, also der Spannungsabfall, den ich messen möchte. Deswegen brauche ich den ja schon mal zwei, dass ich dann auch für jeden Schaltregler-IC die richtige Polung habe. Und außerdem brauche ich den sowieso mal zwei, weil ich ja unterschiedliche Ströme im Eingangs- und Ausgangskreis habe, die ich ja auch noch getrennt erfassen möchte. Das heißt also, es ist alles irgendwie noch nicht so genial gewesen. Hätte vielleicht funktioniert, aber es fühlte sich nicht nach dem besten Ansatz an. Deswegen musste ich an der Stelle mal abbrechen und nochmal was anderes überlegen.
Eine Idee wäre noch gewesen, um dem hohen Spannungsfall über den Schandwiderständen ein bisschen zu begegnen, mit einer Konstantstromquelle zu arbeiten, mit einem TL431, wie man die sieht, und einem Transistor, der halt einfach einen konstanten Strom fließen lässt über einen Widerstand, den man in Reihe schaltet mit dem Shunt. Das heißt also, wenn der Feedback-Pin hier am Schaltregler IC 1,25 Volt haben möchte, kann ich zum Beispiel sagen, okay, 1 Volt davon lasse ich hier schon mal über diesem R6 abfallen und in Reihe dazu gesellen sich dann nur noch 250 Millivolt über dem Shunt und ergeben zusammen die 1,25 Volt Feedback-Spannung für den Schaltregler IC. Ja, es ist ein Ansatz, kriegt man damit auch schon mal die Spannung runter, aber man hat immer noch das Problem, dass der GND-Zweig unterbrochen ist. Und letzten Endes muss ich auch gucken, wie weit ich mit der Spannung runter möchte, weil ich sage mal, die Referenzspannung in dem Schaltregler IC hat eine gewisse Toleranz und letzten Endes ist auch das Ansprechverhalten so eine Sache. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier nur noch 50 Millivolt über dem Shunt, mit denen ich dann arbeiten möchte und den Rest lasse ich alles hier konstant abfallen über einem zusätzlichen Widerstand, wird mein Regelbereich natürlich irgendwann kritisch, ne? Weil wenn meine Referenzspannung hier in dem Schaltregler IC irgendwann um 5 Millivolt schwankt oder so oder 10 Millivolt, dann habe ich ja gleich schon mal 10-20% Differenz. Ist dann auch nicht mehr so schön. Deswegen ist das irgendwo begrenzt. Man kann jetzt nicht beliebig klein werden mit der Spannung über dem Shunt. Und wenn wir die nicht besonders winzig klein machen, dann sehen wir auch hier unten, ich habe es nochmal aufgeschrieben, wenn ich jetzt akkuseitig mal davon ausgehe, ich möchte mal so 20 Ampere schon mal sehen, ne, bei guten 20 Volt Akkuspannung, 20 Ampere Strom, also gute 400 Watt, irgendwie sowas in dem Dreh, müssen ja schon mal da sein. Wenn ich ein 600 Watt Balkonkraftwerk irgendwie habe, dass ich wenigstens schon mal 400 Watt mal reinkriege oder so, wäre mal so ein grober Ansatz gewesen. Dann habe ich hier schon allein 5 Watt Wärmeabgabe, die mir die Schaltung aufheizt und in der Nähe von den Elkos irgendwie die Temperatur generiert und nebenbei halt auch noch in verloren ist, mehr oder weniger. Ne? Also schon mal ein Wirkungsgrad deutlich herabgesetzt für nichts, ne? Dafür, dass ich ein bisschen da den Schuppen heize. Das ist ja auch nicht unbedingt so der richtige Ansatz. Deswegen habe ich das dann mit diesen Schanz hier letzten Endes auch komplett verworfen, weil es wäre irgendwie nicht mehr sinnvoll hinzukriegen gewesen. Dann dachte ich mir, warum brauche ich denn überhaupt einen Shunt, um einen Spannungsabfall zu generieren? Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen 80er. Ich kann ja letzten Endes auch den Hall-Sensor nehmen, den ich hier eh schon drauf habe, oder einen Hall-Sensor im Allgemeinen. Der gibt mir ja auch eine analoge Spannung aus, je nachdem, was für ein Strom durchfließt. Und der ist ja intern auch komplett analog aufgebaut, das heißt, der ist auch schnell und hat auch eine entsprechende Ansprechzeit. Das ist alles gar nicht das Thema. Da ist ja auch nur letzten Endes ein Operationsverstärker drin, der ein bisschen das Signal von dem Hall-Element aufbereitet und dann als Analogwert ausgibt. Also ich kann damit ja im Prinzip genauso letzten Endes den Feedback-Pin ansteuern von meinem Schaltregler IC und damit eine Stromregelung machen. War zumindest mein Gedanke. Und dann dachte ich mir, ich probiere das einfach mal aus und bin dann letzten Endes mal wieder an meinen Bastelwandler gegangen, den ich mir schon so hingetrimmt hatte und habe dann den Shunt da rausgelötet und habe mir dann den Hall-Sensor eingebaut. Und zwar sieht man den jetzt hier. Ja, das ist halt einfach ein Bauteil, wo ich dann letzten Endes nur eine Kupferbrücke drin habe, wohl denn der Hall-IC drüber misst, entsprechend des Hall-Effektes, des Stromes, der da durchfließt und dementsprechend dann eine Analogspannung ausgibt. Und das Schöne ist jetzt, das Ganze ist galvanisch getrennt. Das heißt also, mein Strompfad hier oben, da wo der Hall-Sensor misst, der ist letzten Endes elektrisch nicht verbunden mit der Messschaltung, die da am Ende am Ausgang dran ist. Das heißt also, ich habe wieder meinen GND-Zweig hier, kann ich wieder komplett schließen, weil ich auch dann Highside messen kann. Ne? Das heißt also, hier oben an der Ausgangsspannungsseite schließe ich den einfach in Reihe an und messe da dann meinen Strom. Ist ja der gleiche, der unten zurückkommt, der oben rausfließt, wenn wir die technische Stromrichtung betrachten. Und dann ist ja wieder das Schöne. Ich habe letzten Endes meinen GND-Zweig ununterbrochen und ich kann dann hiervon einfach von diesem Analogausgang, den der hat, kann ich mir eine Spannung abteilen mit dem Spannungsteiler und die dann einfach auf den Feedback-Pin führen vom Schaltregler IC. Und dann habe ich letzten Endes das Gleiche, habe ich auch eine Stromregelung. Und zusätzlich kann ich hier auch nochmal wieder meinen 10er-Dioden anschließen für eine Spannungsbegrenzung, dass im Leerlauffall die Spannung halt nicht unendlich groß ansteigt. Das heißt also, im Prinzip habe ich damit auch alles erfüllt. Also dachte ich mir, baue ich das doch mal auf und gucke, was passiert. In echt, in Hardware, sieht so ein Hall-Sensor IC zum Beispiel so aus. Das ist jetzt hier einer für etwas kleinere Ströme, der ist im SO8-Gehäuse. Sind einfach auf einer Seite jeweils zwei Pins parallel, die man dann da anschließt, wo man seinen Strom messen möchte, also wo der Strompfad durchgeht. Da ist dann einfach eine Kupferbrücke drin, dass nach Datenblatt irgendwie 1 Milliohm, 1,2 Milliohm sowas Durchgangswiderstand hat das. Ne? Also nichts eigentlich. Also da fällt keine Spannung drüber ab, da wird keine Wärme frei, da wird keine Leistung umgesetzt. Die gibt es bis zu 50 Ampere in dem Gehäuse tatsächlich. Also da ist schon ein bisschen was möglich. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Auf der anderen Seite gibt es ja entsprechend ein paar Anschlüsse. Hier kann man noch bei diesem Typ, den ich hier verwende, noch so einen Filterkondensator anschließen. Der reduziert die Bandbreite ein bisschen zum Vorteil, dass er dann weniger störanfällig ist. Und ansonsten, ja, gibt es noch einen Blockkondensator und dann habe ich hier noch so eine Klemme drauf. Das ganze Ding, was man hier sieht, das ist mal entstanden, weil ich mal für
Hutschienen klemmen, mal eine Möglichkeit gesucht habe, wie ich da Strom messen kann. Das ist noch aus meiner Meerroboterhütte aus der allerersten Version. Und zwar sind das hier einfach Brücken für Hutschienen klemmen und das kann ich dann da von oben reinstecken und hier festschrauben und dann kann ich zwischen zwei Hutschienen klemmen dann eine Verbindung erstellen über eine Brücke und gleichzeitig den Strom messen. Dafür hatte ich mir das hier mal ausgetüftelt. Es ist jetzt halt über das Loch in der Kiste rum, deswegen dachte ich mir, ich nehme das mal kurz hinterher und installiere das mal hier an meinem frei fliegenden Wandleraufbau. Habe das einfach nur hiermit festgeschraubt und dann mit zwei Ringösen die Ausgangsleitung hier nochmal durchverbunden, dass ich den Strom hier messen kann, anstelle des Schands, den ich da schon ausgelötet habe. Das Ganze ist hier noch mit auf die Platine drauf verdrahtet. Man sieht, hier ist noch ein Poti dazugekommen, da kann ich so ein bisschen spannungsteilermäßig dann einstellen, was ich vom Analogausgang des Heusensor-ICs da jetzt abgreifen möchte und auf den Feedback führen möchte von meinem Schaltregler-IC. Und dann gibt es hier noch die beiden Dioden, wie man hier sieht, die dann nochmal für die Spannungsbegrenzung sorgen. Dazu kam hier noch ein 7805, ne, ein normaler Linearregler, 5 Volt Ausgangsspannung, weil der Hall-Sensor-IC selber, der braucht 5 Volt Betriebsspannung noch. Und die hatte ich ja sonst noch nicht. Sie musste ich mir die nochmal eben dazu stricken. Später sieht das dann alles natürlich nochmal ein bisschen anders aus, wenn ich die Spannung eh brauche. Aber hier für meinen Bastelaufbau muss ich das jetzt erstmal ein bisschen freifliegend hinmachen. Es geht ja nur darum, lohnt es sich damit weiterzumachen, weil funktioniert es. Deswegen habe ich das Ganze nochmal vor Ort angebaut. Das kennt man jetzt schon hier. Ich habe den nochmal angeklemmt hier an meine Automaten, die ich da habe. Den anderen Wandler mittlerweile abgeschraubt, dass der nicht mehr mit rumhängt. Dann habe ich hier unten, wie man sieht, die Leitung nach draußen, also zu den PV-Modulen nochmal getrennt. Das heißt also, wir haben jetzt im Prinzip Nacht. Hier ist kein Strom von draußen, von der Sonne und ist jetzt nur an dem MPP-Eingang, ist jetzt nur der Wandler dran. Dann lege ich mal den Trennschalter um vom Wechselrichter von dem GroWatt und dann macht er so ein bisschen so ein Startprozedere. Der zählt dann irgendwo von 65 Sekunden runter, bis er irgendwo bei Null ist und dann prüft er so ein bisschen mit Klicker, Klacker, Relais, also die ganzen Anschlüsse und so weiter, ob mir das alles gefällt, ne, Schleifen, Widerstände und so fort. Und wenn das dann alles in der Norm ist, sage ich mal, dann zeigt er irgendwann Connect okay und dann geht das grüne Blättlein an und dann fängt er da auch an, was zu tun. Da bin ich mit dem alten Wandler nie hingekommen an die Stelle, ne, weil der dann immer vorher ausgestiegen ist und gesagt hat, hier, es gefällt mir nicht, was hier an Spannung da ist. Mit dem neuen Wandler jetzt, mit dem analogen Schaltregler IC, funktioniert das aber. Das heißt also, da erkennt er wirklich, okay, das könnte ein Solarmodul sein, was da dran ist oder irgendwas in der Art. Dementsprechend verbindet er auch drauf. Und dann sieht man, dann rammt er hier so die Leistung langsam hoch, kommt jetzt so in Richtung 50 Watt. Dann kann ich da noch ein bisschen an meinem Poti drehen hier und kann dann noch ein bisschen auch den Strom erhöhen. Und dann geht es auch so in Richtung 100 Watt. Da habe ich jetzt also verschiedene Einstellmöglichkeiten dadurch, schon mal noch ein bisschen auch auf die Leistung Bezug nehmen kann. Man sieht jetzt hier, das schwankt noch wieder relativ stark. Wir haben jetzt hier so gerade so knappe 100 Watt, dann bricht das auch mal wieder ein auf in eine 50, teilweise auch unter 50. Ja, das kennen wir ja schon aus dem ersten Video. Das ist ein bisschen der Charakteristik des Wandlers geschuldet. Grundsätzlich kann man aber erstmal sagen, das Ganze funktioniert mit einem Hall-Sensor jetzt hier und seiner Analogausgangsspannung genauso gut wie mit dem Shunt. Da gibt es erstmal keinen Unterschied. Dieser Effekt, den wir da gesehen haben mit der schwankenden Leistung, das hatte ich auch schon kurz erklärt. Das ist halt, weil der Wandler eben relativ steil abfällt. Aufgrund seiner Z-Dioden irgendwann erreicht er seine maximale Ausgangsspannung und dann bricht er stark ein. Das ist natürlich nicht das Verhalten, was ein PV-Modul hat. Ein PV-Modul hat ja eher so wie die im Hintergrund orange verlaufende Kurve hier, ist das ein bisschen gleichmäßiger. Das heißt, es hat über einen breiten Bereich eine relativ konstante Leistung. Das bietet der Wandler jetzt noch nicht. Da muss ich halt schaltungstechnisch noch ein bisschen optimieren dann, dass die Z-Dioden da nicht so stark reingreifen, sondern dass das Ganze ein bisschen sanfter in die Begrenzung geht hier. Dann habe ich da auch ein ähnliches Verhalten wie mit dem PV-Modul und dann gibt es auch nicht mehr diese starken Schwankungen. Das möchte ich dann aber erst machen, wenn ich wirklich finalen Wandler habe, einen finalen Aufbau habe, weil im schlimmsten Fall mache ich es sonst zweimal, weil je nachdem, wie der Wandler ausgelegt ist, könnte ich mir vorstellen, dass es da noch eine gewisse Abhängigkeit gibt. So Taktfrequenz, Größe der Induktivität. Deswegen nehme ich das jetzt erstmal so hin und gucke dann am Ende, dass wir das noch gelöst kriegen. Entsprechend des Erfolgserlebnisses mit dem Heilsensor habe ich jetzt auch einen finalen Plan entwickelt, wie es denn letzten Endes aussehen soll. Und zwar gibt es auch wieder an zwei Stellen eine Strommessung, weil ich habe hier irgendwo einen Strom, der akkuseitig fließt und ich habe einen Strom, der PV-Modul bzw. wechselrichterseitig fließt und die möchte ich natürlich gerne beide erfassen. Dementsprechend gibt es auch auf beiden Seiten einen Sensor. Das ist ja in diesem Fall nichts Schlimmes, weil die haben ja wie erwähnt nur so eine Kupferbrücke drin. Milliohm oder was Innenwiderstand, die größeren teilweise ja auch noch weniger als Milliohm und da messen die halt einfach per Hall-Effekt dann den Strom. Dementsprechend kann ich da auch 5 in Serie schalten, wenn ich das gerne möchte. Das macht das Ganze erstmal nicht schlechter, es ist wie ein Stück Kabel quasi. Und ich habe meine GND-Verbindung durch und da keine Unterbrechung drin und habe dann auch wieder nur einen Schaltregler-IC. Das ist jetzt nämlich die entscheidende Veränderung bei dem Ganzen.
Und zwar, da ich ja hier potenzialfrei bin bei diesen Dingern, bei diesen Hall-Sensor-ICs, kann ich ja einfach den Strom irgendwo messen und die Ausgänge trotzdem noch zusammenschalten. Das heißt also, ich habe hier irgendwo eine 5-Volt-Versorgung, die ich brauche und GND. Die kann ich aber beiden Sensoren dann parallel schalten, das stört ja nicht. Und dann bleiben mir am Ende zwei Analogausgänge. Und zwar einmal von dem Stromwechselrichter seitig und einmal von dem Stromakku seitig. Und die kann ich dann natürlich nach Belieben auch auf einen Schaltregler-IC führen, auf den Feedback-Pin, je nachdem, was ich gerade machen möchte. Und da ich aber meinem Wandler, jetzt kommt nämlich der alte Wandler wieder ins Spiel, auch einen Optokoppler habe mit Gate-Treiberausgang, das heißt also, meine Gate-Ansteuerung von den beiden Feldeffekt-Transistoren sind ja auch potenzial getrennt, also galvanisch getrennt. Das heißt also, die kann ich ja auch beliebig aus einem Schaltregler-IC bedienen. Da spricht ja auch nichts dagegen. Jetzt muss ich mir im Prinzip halt also eigentlich nur eine Umschaltung überlegen, dass ich entweder den einen Analogausgang vom Stromregler zusammen mit dem einen FET verwende oder aber den anderen Analogausgang vom anderen Stromsensor zusammen mit dem anderen FET und das entsprechend an den Schaltregler-IC anschalten. Das ist jetzt eigentlich so der ganze Witz und dann sieht man, ist das Ganze schon relativ schlank. Hier fehlen jetzt natürlich noch ein paar entscheidende Bauteile, wie zum Beispiel die Optokoppler hier und die entsprechenden Versorgungen dafür. Das ist natürlich alles schon drauf auf der Platine. Das kennt ihr, wenn ihr das Video gesehen habt, wie ich den ursprünglichen Wandler mal gebaut habe. Das ist ja alles schon da. Ich habe das jetzt der Übersichtlichkeit hier mal weggelassen. Das Einzige, was wir jetzt noch so ein bisschen dazu brauchen, ist letzten Endes hier so ein bisschen noch eine Möglichkeit, den Strom variieren zu können. Also quasi so ein Poti hier, was denn kein Poti ist, ne, sondern eins quasi eine Einstellung, die ich dann letzten Endes über den Mikrocontroller vornehmen kann. Weil es soll dann trotzdem noch einen Mikrocontroller geben, der kann dann auch nochmal an diesen Hall-Sensor-ICs messen und kann dann das Ganze noch auf dem Display darstellen. Das Ganze also nochmal so ein bisschen für Komfort letzten Endes auch nochmal auf dem Display abgegriffen und letzten Endes soll dann der Controller auch die Möglichkeit bekommen, hier noch ein bisschen Einfluss nehmen zu können auf die Ströme. Also so nicht mehr die Regelung selber, ne, weil die Regelung selber macht dann der Schaltregler-IC, der halt analog ist und entsprechend schnell und das Ganze auch hinkriegt. Nur dann eben steuernderweise, sagen wir mal, ne? Also der Mikrocontroller sagt dann eben, okay, ja, jetzt wollen wir hier mal 100 Watt in Richtung Wechselrichter, die wir gerade brauchen, weil er die dann auch auslesen kann vom Zähler. Und dementsprechend kann er dann hier auch einen Wert vorgeben, der dann ungefähr der Größe entspricht. Ob das dann noch um ein paar Prozent schwankt, ist ja dann zweitrangig. Es geht ja nur erstmal darum, um so eine Tendenz. Das ist jedenfalls so der Ansatz, den ich jetzt erstmal weiter verfolgen möchte. Blicken wir uns nochmal kurz hier den alten Wandler. Und zwar, so sieht er aus. Ich habe die Haube hier mit dem Lüfter und da vorne, wo da eigentlich das Display rein sollte, wo ich schon mal meine Iteration hatte, dass ich den Mikrocontroller ausgelötet habe, weil ich dachte, der stürzt mir ab hier aufgrund der elektrischen Felder. Haben wir schon eine Szenarien, hat er ja schon hinter sich und jetzt ist es halt so, dass ich noch mal kurz hier zeigen möchte und zwar habe ich ja eh schon einen Heilstromsensor drin. Das ist hier einer der plus minus 50 Ampere, das war ein etwas größerer. Die haben entsprechend schon ein größeres Gehäuse. Die haben dann hier eine Kupferbrücke hier einen Innenwiderstand im Mikro-Ohm-Bereich tatsächlich. Da ist also dann noch geringer der Abfall, der da stattfindet. Und den habe ich ja hier batterieseitig. Also das ist hier die Seite, wo der Akku drankommt und wo hier schon mal der Strom gemessen wird. Und der wird hier auch High Side gemessen. Das heißt also, ich habe hier eine durchgehende geschlossene GND-Fläche ringsherum überall. Und hier ist dann entsprechend, da greift der Stromsensor zwischen. Hier zwischen dieser Insel hier in der Mitte, was ja der Ausgang ist, beziehungsweise akkuseitig der Anschluss, wo dann hier nochmal die Unterbrechung über den Stromsensor ist, wo es dann hier auf die Anschlussklemme geht. Das gleiche brauche ich ja jetzt einfach nur nochmal nachrüsten für meine PV-Seite hier. Und dann hätte ich es ja auch schon. Das heißt, ich muss jetzt nicht versuchen, irgendwie eine GND-Insel zu erstellen, wo ich einen Shunt einbauen könnte. Deswegen bietet sich das jetzt auch an, diesen Wandler noch weiter zu nehmen. Weil im Prinzip ist es eigentlich genau das, was ich jetzt letzten Endes brauche dafür. Nur, dass ich hier nochmal eine Trennung einfügen muss, was ja auch nicht so schwer ist. Ne? Muss ich hier nochmal ein bisschen was weglöten, hier nochmal ein bisschen von dem Kupfer, ein bisschen was entfernen, von dem Draht, den ich da drauf liegen habe. Vielleicht die Zuppressordioden hier noch ein bisschen zusammenrücken, die hier liegen. Und dann haben wir es ja auch schon fast. Ne? Dann kann man hier nochmal eine Unterbrechung machen, kann man nochmal mit dem Messer noch einmal durchritzen oder so. Und kann dann hier auch noch einen Heilstromsensor integrieren an der Stelle. Und dann können wir doch schon auf beiden Seiten Highseiten Strom messen. Und dann haben wir doch schon fast unseren Schaltplan. Muss ich das Ganze nur noch mal neu zusammenführen auf dann eben den Schaltregler-IC und nicht mehr hier auf den Mikrocontroller. Aber so im Großen und Ganzen sage ich mal, 90% dieser Platine und der Teile und alles, was ich da schon hinkonstruiert habe und so zusammengebaut habe, das kann man dafür verwenden und das kann man weiter nehmen. Ich hatte es ja schon mal dimensioniert dafür und daran hat sich ja im Prinzip auch nichts geändert. Es ist ja nur an der Ansteuerung gescheitert. Dementsprechend ganz schön, ist das Ganze so nicht verloren in der Form und muss in eine Bastelkiste, sondern kann noch ein bisschen daran weitergemacht werden.
Stromsensoren bin ich jetzt aktuell, habe ich jetzt noch nicht da, aber ich denke in was in dieser Richtung. Es gibt die auch auf dem Breakout-Board, so diese SO8-Sensoren. Das ist jetzt eine hier zum Beispiel für 20 Ampere. Die gibt es auch für 10 Ampere oder für 30. So in diesen Größenordnungen, sage ich mal, kriegt man die und da funktionieren die auch ganz gut. Und diese Breakout-Boards, die bieten sich dann halt an, die kann man dann hier mit drauflöten, sage ich mal, ne? Also das ist jetzt hier nicht maßstabsgetreu, so wie ich das hier eingezeichnet habe. Die sind natürlich deutlich kleiner in der Realität. Aber man kann jetzt hier zum Beispiel, ich habe das auch schon bei dem MPP-Wandler, den ich in meine Meerroboterhütte eingebaut habe, in der zweiten Iteration an der Stelle, kann man hier diese Durchkontaktierung, die man sieht, so ein bisschen einsägen und dann kann man den hier drauflegen mit Kartonband drunter und dann hier einlöten. Dann hat man direkt den Sensor mit schon mal dem Filterkondensator hier und Blockkondensator, alles schon mal auf der Platine mit drauf und hat direkt den Anschluss hier draußen, wo man nur noch Betriebsspannung und entsprechend die Analogspannung abgreifen kann und kann den hier in den Strompfad reinlöten. Und dann ist das Ganze schon mal so ein bisschen zusammen. Da muss ich jetzt hier nicht versuchen, wie ich hier noch feinste Strukturen noch mal irgendwie reingefräst kriege im Nachhinein, um so ein SO-Gehäuse hier zu platzieren. Dann geht das auch ganz gut. Dann ist das ausreichend grobschlächtig, dass man das im Nachhinein noch mal hinkriegt. Das habe ich aber, wie gesagt, sind die noch nicht da. Die habe ich mir schon welche ausgesucht, sind schon im Zulauf. Aber die Platine dafür, die es dann noch braucht, dass wir dann hier noch den Schaltrelay hier noch mit unterkriegen, das muss ich dann auch noch machen und dann noch ein bisschen designen. Da will ich auch eine Stromeinstellung dann noch haben. Das ist alles noch so ein bisschen im Werden. Dementsprechend gibt es dann noch mal wieder ein Video, wenn das soweit ist. Und wenn wir das dann auch wirklich mal in Betrieb nehmen können und es dann vielleicht auch wirklich mal funktioniert. Nur nicht zu viel versprechen, vielleicht kommt ja noch wieder was dazwischen, aber vielleicht geht es ja auch. Man weiß es ja nicht, deswegen muss man es ja erstmal tun, um es zu wissen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.